Hallo und willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute zeigen wir euch ein weiteres Rezept von leckeren Butterkeksen. Dazu benötigt ihr 100 Gramm Puderzucker, 150 Gramm weiche Butter, ein Ei, eine Prise Salz, 300 Gramm Mehl und etwas Vanille. Den Teig verkneten, halbieren, eine Hälfte mit roter Farbe einfärben, verkneten, beide Teige verpacken und circa eine Stunde in den Kühlschrank stellen. Die Teige herausnehmen, zwei kleine Kugeln formen. Beide etwas andrücken und mit einem Messer einschneiden, so dass sie später wie Blätter aussehen. Gebacken werden die Kekse ca. 10 Minuten bei 180 Grad. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und würden uns freuen über ein Feedback von euch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.